In diesem Video zeige ich euch die schnellste Möglichkeit, eure Daten von eurem alten iPhone auf euer neues zu übertragen. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, mein Name ist Joel vom Joker-Kanal und ich helfe dir hier, deine Apple-Produkte besser zu nutzen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Daten von eurem alten iPhone auf euer neues übertragen könnt. Ja, ich weiß, das ist noch nicht das Neue ist leider noch nicht da. Deswegen muss beispielhaft hier ein altes iPhone 6S zur Übertragung herhalten. Das linke ist quasi jetzt mein altes, das rechte wäre mein neues und ich zeige euch jetzt, wie wir die Übertragung durchführen können. Also, wir gehen hier erstmal drauf und machen dieses iPhone entweder aus oder ihr seht, es kommt gleich die Abfrage und ihr könnt jetzt zum Beispiel schon sagen, weiter, weil das ist genau die Abfrage, auf die wir warten. Wenn die nicht kommt, wie gesagt, dann einfach ausmachen bzw. an der Seite auf den Power-Button drücken und dann sollte diese Abfrage kommen. Ihr müsst natürlich WLAN und Bluetooth aktiviert haben, scannt das Ganze einmal ab und jetzt seht ihr schon, beginnt die Vorbereitung. Das ist aber nicht alles, was wir brauchen, weil wir wollen natürlich nicht über die iCloud übertragen, sondern die schnellere Möglichkeit wählen. Hier müssen wir jetzt einmal noch den Code vom alten iPhone eingeben, also vom linken. Und jetzt wird schon vorkonfiguriert und während das Ganze hier sich schon vorbereitet, zeige ich euch einmal, was ihr für die Übertragung braucht, damit es wirklich schnell geht. Und zwar ist das dieser Adapter, ich packe euch den auch mal unten in die Beschreibung, der Lightning zu USB 3 Kamera Adapter. Und zwar dieses Teil, habe ich hier schon ausgepackt, brauchen wir einmal. Das schließen wir hier ans alte iPhone an, zacko, und können jetzt hier vorne das Kabel, was wir eh schon haben, von unserem iPhone anschließen und mit dem neuen iPhone, was hier noch ein altes ist, verbinden. Jetzt sind die beiden schon mal verbunden und wir können entsprechend an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir überspringen jetzt mal hier Touch ID und hier kommt nämlich die Abfrage, die wichtig ist. Wie soll übertragen werden? Unten ist die iCloud, würde ich nicht empfehlen, sondern oben vom iPhone übertragen, weil dann geht das Ganze schneller, angenehmer und vor allen Dingen sicherer. Bei der iCloud bricht sowas gerne mal ab. Aber wenn ihr das übers Kabel macht, dann ist das super zuverlässig. So, jetzt kann es auch schon losgehen, nachdem wir unser Apple ID Passwort eingegeben haben. Jetzt drücken wir auf Akzeptieren, iPhone auf dem neuesten Stand halten, meinetwegen Ortungsdienste auf jeden Fall aktivieren. Wenn ihr eure Apple Watch auch einmal übertragen wollt auf euer neues iPhone, dann würdet ihr jetzt hier auf Weiter gehen. Ich mache das nicht, weil ich will natürlich nicht meine Apple Watch jetzt auf dieses alte iPhone 6S anwenden. Deswegen sage ich später konfigurieren, genauso bei Siri. Und jetzt beginnt gleich die Übertragung. Ihr werdet sehen, dass diese jetzt scheitert, weil das iPhone 6S natürlich viel zu klein ist. Aber dann würde normalerweise, wenn der Platz ausreichen würde auf dem neuen iPhone, die Übertragung beginnen. Ihr seht jetzt, aber Übertragung wird vorbereitet und jetzt bekommen wir gleich die Fehlermeldung, die ihr hoffentlich nicht bekommt, weil ihr die richtige Speichergröße gewählt habt. Und ich werde euch das nochmal zeigen, wenn das neue iPhone bei mir auch endlich da ist. Im nächsten Video erkläre ich euch, wie ihr einzelne Dateien aus eurem iPhone extrahieren könnt, beziehungsweise einzelne Dateien, einzelne Kontakte oder Fotos auf euer neues iPhone übertragen könnt. Wenn das Video fertig ist, findet ihr das unten in der Beschreibung in der ersten Zeile. An dieser Stelle möchte ich dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.